Ja, ganz herzlich willkommen alle. Ja, herzlich willkommen, vor allem herzlich willkommen Kinder, Schülerinnen und Schüler aus Winterthur, aus der Umgebung zur diesjährigen Kinderuniversität. Wir haben heute den Eröffnungsvortrag, die Eröffnungsvorlesung, wie wir sagen an der Uni. Und ganz kurz schon einmal begrüßt Herr Professor Brönnimann von der Universität Bern, wird heute zu uns sprechen. Kurze Frage, wer ist heute zum ersten Mal in der Kinderuni? Hand auf. Wow. Euch ein besonderes Willkommen, weil es wirklich das erste Mal ist. Wer ist nicht das erste Mal an der Kinderuni? Das sind auch ganz viele. Euch willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder gekommen seid. Und wir hoffen natürlich, dass es euch wieder so gut gefällt wie die Jahre zuvor. Gerade zu Beginn einmal. Ihr seht, es hat noch einige freie Plätze zwischendrin. Ich sage es dann am Schluss noch einmal. Nehmt noch einen Flyer mit, ladet eure Kolleginnen und Kollegen ein, dass wir diesen Raum hier füllen bis zum Ende des Semesters. Ich möchte außer euch, ohne euch könnte natürlich diese Kinderuni auch nicht stattfinden, einige Personen noch erwähnen, ohne die es auch nicht geht. Das ist zuerst einmal unsere Gastgeberin, Frau Obst von der ZHAW. Wir sind ja zu Gast bei der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Ja, und ohne unsere Geschäftsstelle und Helferinnen und Helfer ging es natürlich auch nicht. Herr Erzinger, Frau Staub, Herr Lippuner, die Herren Bürki, Strauß und Rösli haben euch schon draußen empfangen und euch mit dem Material versorgt. Ich hoffe, das hat bei allen schon geklappt. Vor allem für diejenigen, die das erste Mal hier sind, wie ist der Ablauf? Ich werde kurz Herr Brönnimann vorstellen. Dann gibt es einen Vortrag, der dauert etwa 40 Minuten. Also eine Lektion, ihr schafft das, seid ihr euch gewohnt. Und dann gibt es eine Fragerunde, die geht etwa 10 Minuten. Da kommen wir dann mit dem Mikrofon zu euch und ihr könnt eure Fragen stellen. Also merkt euch eure Fragen, oder die einen haben auch etwas zum Schreiben dabei. Merkt euch eure Fragen zum Schluss. Um 15 Uhr ist Schluss. Diejenigen, die abgeholt werden, warten draußen im Foyer, also nicht an der Straße vorne. Ja, und jetzt aber spreche ich nicht mehr sehr lange. Ich freue mich sehr, dass Herr Professor Brönnimann von der Uni Bern zu uns gekommen ist. Er selbst ist natürlich auch mal Primarschüler gewesen in Ostermundigen bei Bern, hat dann in Bern studiert und doktoriert, war zwischendrin auch mal im Ausland, sage ich, Anführungs- und Schlusszeichen, an der ETH in Zürich und ist jetzt ordentlicher Professor für Klimatologie an der Universität Bern am Geografischen Institut. Er ist Forscher, aber er ist auch Lehrer. Das heißt, er unterrichtet nicht nur euch heute, sondern er unterrichtet sonst natürlich die Studentinnen und Studenten, die Geografinnen und Geografen, Klimaforscher werden wollen. Und er kennt auch die Kinder. Er hat nämlich selber auch zwei zu Hause, ist ein bisschen älter als ihr. Aber das heißt, er kennt eure Situation auch. Jetzt aber spreche ich nicht mehr länger, freue mich sehr, Herrn Brönnimann das Wort zu geben. Probiert gut aufzupassen, ruhig zu sitzen, nicht zu schwatzen während der Vorlesung und dann Hand auf für die Fragerunde am Schluss. Ja, vielen Dank und ich möchte euch auch ganz herzlich begrüßen und es ist wirklich eine Freude für mich, hier zu sein und hier zu sprechen. Es war auch eine Freude, diese Einladung anzunehmen. Ich bin eben auch Lehrer zwischendurch, oder recht häufig stehe ich in einem solchen Hörsaal wie hier, einfach in Bern, unterrichte. Und meistens habe ich
nicht so viele Leute, die da sitzen. So viel ist extrem selten, kommt fast nie vor. Sie passen auch nicht so auf wie ihr jetzt gerade. Und das freut mich extrem, jetzt hier zu euch sprechen zu dürfen über ein Thema, das mir natürlich am Herzen liegt, Klimawandel in der Schweiz insbesondere. Auch meinen Kindern liegt das am Herzen. Und wenn ich selber zurückdenke, als ich in eurem Alter war, war das noch kein Thema. Und das gibt mir eben schon zu denken, wie wir in der Zeit meines Lebens, wir, ich sage jetzt wir, ich meine meine Generation, die Welt verändert hat, unter der, in der ihr jetzt lebt. Aber ich werde darauf zurückkommen. Nun, die Fragerunde kommt bei mir schon am Anfang. Ich habe mal ein paar Fragen aufgeschrieben. Ich werde vielleicht nicht alle ganz im Detail durchgehen. Und ihr habt sicher auch noch Fragen und ihr könnt die dann einfach ungeniert fragen. Ich möchte zuerst die Frage stellen, woher wissen wir überhaupt, dass sich das Klima verändert, jetzt verändert? Wie war das in der Vergangenheit? Das ist etwas, was mich selber interessiert. Das ist meine eigene Forschung, geht eher in die Vergangenheit als in die Zukunft. Dann möchte ich auch auf die Schweiz eingehen. Wie verändert sich das Klima in der Schweiz? Was sind die Auswirkungen des Klimawandels in der Schweiz beispielsweise? Wie sieht das dann weltweit aus? Das ist nur dann ganz kurz, möchte ich noch ein, zwei Folien zeigen. Was kann man, was muss man tun gegen den Klimawandel? Das wäre so das Programm. Genau. Und ich möchte anfangen mit diesem Sommer. Es ist immer, als Klimatologe hat man immer neue Beispiele, weil immer etwas geschieht. Dieser Sommer war wieder sehr, sehr ereignisreich, was das Klima angeht. Wir haben oben links die Waldbrände auf Hawaii, oben rechts Hochwasser in Slowenien, unten Waldbrände auf Rhodos. Und ich könnte noch viele, viele, viele weitere Beispiele zeigen. Das Klima ist im Brennpunkt jeden Sommer, das ganze Jahr durch, Schlagzeilen. Und die Frage, die dann immer wieder aufkommt, wie viel ist Klimawandel, wie viel ist der Mensch schuld an diesem Klimawandel? Das sind Fragen, die ich heute beantworten möchte. Und ich möchte anfangen mit einer Grafik. Ich möchte nicht allzu viele Grafiken zeigen, aber es gibt zwei, drei Grafiken, die mich auch immer wieder schockieren. Hier dargestellt ist von der Europäischen Klimabehörde Copernicus dargestellt eine Zeitreihe der Temperatur für jeden Monat September, immer nur der September von jedem Jahr, seit 1940. 1940 fängt dieser Datensatz an, andere gehen weiter, aber es ist schon eine recht lange Messreihe. Null würde heißen, das ist die weltweite Mitteltemperatur, ganze Erde. Null würde heißen, es ist genauso warm wie in der Zeit 1991 bis 2020. Wir Klimatologen, wir brauchen immer einen Vergleich. Wir müssen immer etwas, was wir messen, vergleichen mit etwas, wie es normal wäre. Ob schon das Wort normal heute gar keinen Sinn mehr macht. Aber wir sagen jetzt, 1991 bis 20 wäre Null. Das war also immer unter Null. Also bis ins Jahr 2000 eigentlich durchgehend immer kühle Sommer im Vergleich zu dieser Zeit. Und jetzt kommen die warmen Sommer und dann kommt einfach ein Sommer, oder ein September, sorry, wir sind im September, ein September 2023, dass wenn wir nochmals weltweit 0,5 Grad höher als jeder andere September. Und diese Grafiken, die sehen wir jeden Monat. Juni, Juli, August war genau gleich. Das ist, was jetzt vorgeht im Klimasystem. Wir haben eine ganz, ganz massive Erwärmung global auf der Erde. Wenn wir das an einem Ort anschauen, sieht es nicht überall so aus. Das ist über die ganze Erde einen extremen Klimawandel. Und dann gibt es natürlich manchmal Leute, die sagen, ja, aber es war doch früher auch schon heiß und ich kann mich noch erinnern, 1947, da war so ein ganz heißer Sommer. Ja, wir haben den auch analysiert. Sommer 1947 wird noch vorkommen. Und das haben wir doch alles auch schon gehabt. Aber ich möchte es jetzt schon sagen und ich möchte es auch nicht 100-mal wiederholen. Es gibt wirklich keine Zweifel. Es gibt keine Zweifel, dass das der wärmste September war ever.
Es gibt keine Zweifel, dass die Temperatur stark zugenommen hat. Und es gibt auch keine Zweifel, dass der Mensch die Hauptschuld trägt an der Zunahme der Temperatur. Also wenn man immer wieder sagt, ja, es war doch früher auch schon mal warm. Ja, es war warm, es war auch schon, es gab sehr heiße Sommer in der Vergangenheit, aber das, was wir jetzt haben, das ist wirklich ganz neu. Das möchte ich hier schon mal betonen. Aber ich möchte jetzt eigentlich meine Fragen beantworten, die ich gestellt habe am Anfang. Und eine Frage ist, woher wissen wir eigentlich, dass sich das Klima verändert? Und es gibt da ganz viele Möglichkeiten, wie man das Klima erfassen kann. Ich habe da ein paar habe ich aufgeschrieben hier, oder wie man verstehen kann, dass sich das Klima erwärmt. Dann haben wir als erstes vielleicht hier die Lufttemperatur. Die können wir messen. Mit Messungen. Ich habe Messgeräte mitgenommen, ich werde die dann durchgeben, ich werde auf die Temperaturmessungen später noch zurückkommen, ich werde auch noch über das Stadtklima sprechen, da werde ich die dann auch durchgeben, ihr könnt die dann anschauen. Lufttemperatur können wir messen am Erdboden, wenn wir etwas weiter hinauf wollen in der Atmosphäre, dann haben wir diese Dinger hier, die messen auch die Temperatur und den Luftdruck und die Feuchtigkeit, aber Temperatur wichtig. Und die sind an einem Wetterballon und der Wetterballon, der steigt bis auf etwa 30 Kilometer Höhe, platzt dann und dann fallen die runter. Solche Wetterballone werden alle 12 Stunden hochgeschickt. In der Schweiz gibt es eine Station, in Bayern. Weltweit gibt es ein paar hundert Stationen. An jeder dieser Stationen, alle 12 Stunden ein Wetterballon. Also das kann ich sonst mal durchgeben. Das sind ganz kleine Geräte. Die Temperatur, das ist schon lange, ich habe schon x-mal durchgegeben, das ist schon lange kaputt. Da werden hier ganz, ganz feine Drähte, die werden hier gespannt, die würden die Temperatur messen. Also das hängt an einem Wetterballon. Das ist eine weitere Art, wie wir die Temperatur messen können. Dann die Oberflächentemperatur, die Temperatur der Landoberfläche, also wirklich nicht der Luft, sondern der Fläche, das kann man von Satelliten aus gut messen. Die Lufttemperatur nicht, der Satellit sieht die Luft nicht, aber die Oberfläche, das kann man auch messen. Wir können über dem Meer können wir messen, wird zum Beispiel auf Schiffen gemacht. Es gibt auch recht viele Bojen im Meer, die angemacht sind auf dem Meeresgrund und die auch die Temperatur messen. Dann gibt es die Meeresoberflächentemperatur hier. Die kann man auch entweder vom Satelliten aus messen oder Schiffe messen das durch das Kühlwasser für die Motoren. Also man kann auch da die Wassertemperatur messen. Dann gibt es auch die sind da so dargestellt, die verschiedenen Messsysteme, die wir haben. Die Radiosonden werden die Wetterballone, die Stationen, die Schiffe. Es gibt auch so Röhren. Riesige gelbe Röhren, die einfach im Ozean schwimmen. Die messen auch die Temperatur im Ozean und die berechnen den Wärmeinhalt. Die tauchen ab auf 3000 Meter, schwimmen mit der Strömung, tauchen wieder auf und funken die Daten an einen Satelliten. Da hat man tausende von denen. Deswegen weiß man einigermaßen, wie viel Energie im Meer ist. Dann gibt es noch die Beobachtung des Meereises, das Eis im Nordpol und in der Antarktis, Schnee kann man messen vom Satelliten aus und die Gletscher. Und jetzt kann man sich überlegen, wie sich das verändert. Die Temperatur in der Luft, die nimmt zu, die Oberflächentemperatur, die nimmt zu, die Meeresoberflächentemperatur nimmt zu, die Temperatur über dem Meer nimmt zu. Ich habe noch zwei Dinge vergessen, der Meeresspiegel, auch wichtig. Wie hoch ist das Meer, kann man auch messen, nimmt auch zu. Und die Feuchtigkeit habe ich auch noch vergessen, Luftfeuchtigkeit nimmt auch zu. Energiegehalt nimmt zu, hingegen nimmt der Schnee ab, das Meereis nimmt ab und die Gletscher nehmen ab. Und all das deutet auf eine Erwärmung hin. Es wird wärmer, Schnee schmilzt, die Gletscher schmelzen, das Wasser, das Meer dehnt sich aus
und hat noch Schmelzwasser und der Meeresspiegel steigt und die Temperatur nimmt überall zu. Und warum betone ich das? Weil es ganz verschiedene Messsysteme sind. Jetzt kann jemand kommen und sagen, ja, aber eure Messstationen, die sind nicht so gut, die haben einen Fehler. Ihr messt einfach falsch. Oder Leute können kommen und sagen, ja, aber die Wetterballone, ich traue diesen Wetterballonen nicht. Aber hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 verschiedene Messsysteme. Und alle zeigen dasselbe. Alle zeigen, es wird wärmer, Schnee schmilzt, Eis schmilzt, Wasser dehnt sich aus, Feuchtigkeit nimmt zu, Oberflächentemperatur nimmt zu, mit ganz, ganz unterschiedlichen Systemen. Also wir wissen, was geschieht im Klimasystem. Und nicht nur heute, jetzt komme ich zu meinem Lieblingsthema, können wir in die Vergangenheit gehen. Wir können indirekte Anzeiger nehmen für die Klimaerwärmung. Sie kennen vielleicht die Baumringe, das ist etwas, was wir sehr oft verwenden. Bäume in unseren Breitengraden, in den Tropen ist das dann nicht mehr so, die machen diese schönen Jahrringe. Die machen jedes Jahr, schließen die das Wachstum ab mit einer dicken Schicht und dann am nächsten Jahr geht es wieder los. Die kann man zählen und durch das Zählen weiß man genau, welcher Ring welchem Jahr zugeordnet werden kann. Aber es ist eben noch etwas anderes. Die Ringe sind auch unterschiedlich. Denn wenn der Baum glücklich ist, dann macht er einen breiten Ring. Dann geht es ihm gut, das Wachstum ist gut. Und wenn der Baum unglücklich ist, dann macht er einen dünnen Ring. Und jetzt ist es so, dass wir versuchen, irgendwo hinzugehen, wo die Bäume nicht so richtig glücklich sind. Zum Beispiel gehen wir in die Höhe, dort, wo es manchmal zu kalt ist, wo es den Bäumen wirklich manchmal zu kalt ist. Und dort, wenn wir dort dann einen Baum beproben, das macht man, indem man so auf Brusthöhe mit einem Bohrer in den Baum reinbohrt. Man versucht dann möglichst die Mitte zu treffen und dann zieht man den Bohrer raus und im Bohrer drin sind dann Bohrkerne, kleine Holzstückchen. Ich habe hier zwei mitgenommen. Das eine ist einfach ein rohes Stück von einem Baum. Ich weiß nicht mehr, was das war. Und dann schleift man das. Das wäre dann das zweite Beispiel, eine geschliffene Reihe von Baumringen. Und dann kann man einfach nur, ich kann dir mal das hier durchgeben. Und das auf der anderen Seite. Und dann kann man messen, wie glücklich der Baum war. Und man kann das auch machen, an einer Grenze, wo es dem Baum so ein bisschen zu trocken wird. Dann ist er unglücklich, weil es zu trocken ist. Und dann ist die Ringdicke ein Anzeichen für den Niederschlag. Also wenn der Ring dann dick ist, dann hat er genügend Wasser. Aber wenn wir zum Beispiel in der Schweiz auf die Höhe der Waldgrenze gehen oder wenn wir in Sibirien auf die nördliche Grenze der Bäume gehen, dann ist es meistens die Temperatur, die für die Bäume entscheidend ist. Und so können wir eben auch das Klima rekonstruieren. Jetzt haben wir noch mehr Messsysteme. Wir haben Radiosonden, Wetterballone, wir haben die Messungen und wir haben noch Baumringe und die zeigen auch nochmals dasselbe. Also wir sind wirklich sicher. Da gibt es noch mehr. Ich selber, also wirklich unsere eigene Arbeit ist nicht mal so sehr die Baumringe, sondern ich bin eher ein Typ, der in den Bibliotheken sich aufhält und in den Archiven und alte Daten sucht. Das sind Messungen jetzt von Bern, glaube ich, 1789, also es ist schon eine Weile her. Da wurde alles aufgeschrieben, Temperatur, Windrichtung, Luftdruck und so weiter. Auch andere Angaben, indirekte Angaben, wann gefriert ein Fluss oder ein See, wann ist Apfelblüte zum Beispiel. Und auch das sind ganz, ganz interessante und wichtige Angaben zum Klima. Wenn es warm ist, ist die Apfelblüte früher, wenn es kalt ist sie später. Und aus all diesen Dingen zusammen können wir nun versuchen, das Klima zu rekonstruieren. Und ich zeige jetzt wieder eine Grafik. Das ist die Sommertemperatur in der Schweiz über die letzten etwa 330 Jahre. Da steckt alles drin. Da sind Baumringe drin, da sind Apfelblütedaten, sind da auch drin. Weinlesedaten ist gut. Und Messungen. Die Messungen werden hier in schwarz, das ist die schwarze Kurve, sind die Messdaten und dann
die rote Kurve, noch, da ist noch ein Unsicherheitsbereich dargestellt. Wir sind so ganz sicher, wo sie ist, hat noch vielleicht einen Fehler. Aber die rote Kurve, das sind die Rekonstruktionen. Also wir schauen uns jetzt die Zeit an vom 1685 ungefähr, also lange her, bis, ich glaube, das letzte Jahr ist 2022 hier auf dieser Grafik. Das Neueste ist noch nicht drin. Und auch hier sehen wir wiederum diesen extrem steilen Anstieg. Ich habe noch markiert zwei ganz extreme Jahre, ganz extrem. Der Hitzesommer 1807, mag sich niemand mehr erinnern, aber das war wirklich heiß. Und das andere ist das Jahr 1816, das ist ganz bekannt. Da war ein ganz großer Vulkanausbruch und der hat das Klima weltweit abgekühlt. Das ist extrem selten, so ein Vulkanausbruch, der hat zu dieser Abkühlung geführt. Aber ansonsten sehen wir, das Klima, das schwankt. Nicht jeder Sommer ist gleich warm. Ein Sommer ist wärmer, einer ist kälter. Das schwankt. Wir sehen auch, dass die Messungen und die Baumringe und so stimmt recht gut miteinander überein. Und dann am Schluss einfach diese wahnsinnige Erwärmung, die mir wirklich immer noch, also immer, wenn ich das wieder sehe, zu denken gibt. Und jetzt möchte ich das noch auf eine andere Weise darstellen. Ich zeige jetzt die genau gleichen Kurven, aber ich glätte sie ein bisschen, weil für uns Klimatologen, für uns sind 30 Jahre ist so eine Periode, wo man sagen kann, das ist jetzt Klima und alles, was kürzer als 30 Jahre ist, das sind so zufällige Schwankungen. Jetzt mache ich einmal eine Glättung mit 30 Jahren. Ich weiß nicht, ob das klar ist, aber die Kurve sieht dann so aus, also ist einfach jetzt ein bisschen geglättet und ich höre mal hier auf. Also wenn man jetzt, wo ich Kind war, das ist jetzt, oder so alt war wie ihr jetzt, ja, das ist so Anfang 80er Jahre oder so, da hat man vielleicht noch sagen können, ja, aber es war doch auch schon wärmer und jetzt wird es kälter. Ich weiß noch, als ich 7, 8 Jahre alt war, da hieß es in der Schule, ja, neue Eiszeit kommt dann und tatsächlich ging es da so ein bisschen runter. Es ist ein bisschen eine kühne Behauptung zu sagen, ja, es gibt sicher eine Eiszeit, oder? Aber es gab schon Schwankungen und damals war es vielleicht schon noch nicht ganz klar, wie es jetzt weitergehen würde. Aber jetzt kommt meine Generation und emittiert CO2 und auch die Generation meiner Eltern, möchte ich die auch nicht aus der Pflicht nehmen. Und dann sieht es so aus. Das ist was seit, immer wenn ich so eine Kurve sehe, dann schaue ich mir immer das Jahr 1970 an. Das ist genau hier, das ist mein Geburtsjahr. Und dann sehe ich, seit ich auf der Welt bin, hat die Temperatur, Sommertemperatur in der Schweiz zugenommen um 1,8 Grad. 1,8 Grad. Und deswegen, ich erforsche das Klima der Vergangenheit, aber es ist gar nicht mehr so relevant. Weil all die Riesenschwankungen, die ich untersuche und sage, wow, Hitzesommer und Kälte, und da war nicht nur ein Vulkanausbruch, da waren 5 hintereinander, das gibt es nie. Oder? Und das ist so ein kleines Ding. Und das, was wir jetzt machen, das ist das. 1,8 Grad haben wir die Schweiz erwärmt im Sommer seit meiner Geburt. Und ihr müsst das jetzt ausbaden. Es ist meine Generation und die Generation meiner Eltern vielleicht und der Großeltern, die das gemacht haben. Und ich kann auch sagen, es wird noch ein bisschen so weitergehen, trotz aller Anstrengungen. Also, was wir jetzt erleben, ist weit außerhalb dessen, was wir beobachtet haben. Das ist diese starke Zunahme. Was hat das für Auswirkungen? In der Schweiz schmelzen die Gletscher. Das ist ein Beispiel, das sind Rosegg- und Tschierva-Gletscher. Links eine alte Postkarte, rechts eine heutige. Es ist eine Geländesimulation, aber sieht aus wie ein Foto. Also wir sehen, wie der Gletscher zwischen innerhalb von genau 100 Jahren die Zunge verloren hat und sich dahinter zurückgezogen hat. Die Gletscherzungen, die sind am Verschwinden, sind verschwunden, es bilden sich Seen, es bilden sich instabile Hänge und das wird in Zukunft auch so weitergehen. Zweites Beispiel, Porcabella-Gletscher. Das ist jetzt zwischen 1954 und 2022, also das ist nur 70 Jahre, 68 Jahre her und auch hier die große Masse an Eis ist verschwunden und wir suchen irgendwo hinter dem Tal noch Eis.
Und das wird so noch weitergehen, weil diese Gletscher, das ist ja das Traurige daran, diese Gletscher, die reagieren nicht unmittelbar auf den Klimawandel, aber eine Verzögerung. Also das, was wir hier sehen, das ist das Klima von vor 10 Jahren, das ist nicht das heutige, die werden noch mehr zurückschmelzen. Selbst wenn wir heute Temperatur stabilisieren würden, würden die noch weiter zurückgehen. Das sind die Gletscher. Dann Trockenheit. Bei Trockenheit sieht es ein bisschen anders aus. Ich habe jetzt immer von der Temperatur gesprochen, gesagt, es wird wärmer, Gletscher schmelzen, Eis schmilzt, Schnee gibt es weniger. Und ich habe gesagt, es gibt keinen Zweifel, es gibt wirklich keinen Zweifel, das ist Klimawandel. Und der Klimawandel ist zum ganz, ganz überwiegenden Teil durch den Menschen gemacht. Wenn wir zu Trockenheit gehen, stimmt das nicht mehr unbedingt so. Muss man manchmal ein bisschen unterscheiden. Da sind auch die Zeitungen und Fernsehen nicht immer so sauber. Hier sehen wir als Beispiel den Lac de Brenne an der Grenze zwischen Schweiz und Frankreich im Jura. Und dieser See war 2018, war der ausgetrocknet, wie das untere Bild zeigt. Aber wir haben dann eine Reihe von Bildern gefunden. Das obere ist vom Jahr 1947. Jetzt komme ich zu diesem heißen Sommer 1947. Und es gibt aber auch von 1912, glaube ich. Es gibt einige Bilder des ausgetrockneten Sees. Die Trockenheit, die nimmt zu. Wir wissen das, die nimmt zu. Aber es war schon früher manchmal auch trocken. Da ist es ein bisschen weniger klar. Und dazu jetzt glaube ich, eine Grafik wieder, genau. Oben nochmals eine Art Sommertemperatur, in dem Fall ist es April bis September. Vorhin habe ich es nicht gesagt, Sommer für uns ist immer Juni, Juli, August, das ist so die Definition von Sommer. Hier ist es ein bisschen länger, das Sommerhalbjahr müsste ich hier sagen. Sehen wir wieder in der Schweiz die Temperatur, hier geht es weiter zurück, 1864. Und wir sehen wieder einen starken Anstieg, 2022 ist hier, 2023 haben wir noch nicht gemacht. Aber so sieht das aus. Und jetzt sehen wir diesen Hitzesommer 1947. Wenn wir das Sommerhalbjahr nehmen und nicht nur Juni, Juli, August, dann sticht der schon relativ stark über das mittlere Klima, das hier in der schwarzen Linie wäre. Und das ist 76 Jahre her. Schon lange, aber doch gibt es noch einige, die sich daran erinnern. Wir sind da mit der Kamera herumgegangen, haben Leute interviewt zu diesem Hitzesommer 1947, die den noch erlebt haben. Und das war sehr, sehr spannend zu sehen, weil für diese Leute war das ganz extrem. Die waren sich dieses Klima gewöhnt und dann kommt dieser heiße Sommer. Aber alle heutigen Sommer sind heißer als 1947, also 2020, 22, ich glaube 23 auch, 18, 2003, die waren sicher wärmer, auch über das ganze Sommerhalbjahr. Also heute haben wir das einfach sehr viel häufiger. Aber das untere, eigentlich wollte ich auf die untere Grafik eingehen und nicht auf die obere. Die untere Grafik, die zeigt nun den Niederschlag. Auch Sommerhalbjahr, April bis September. Das ist das, was für die Landwirtschaft relevant ist, für die Pflanzen relevant ist. Und dann sehen Sie, 1947 hat immer noch den Rekord. Das ist immer noch das trockenste Sommerhalbjahr, das wir in den Messungen drin haben. Wir sehen auch, dass die Sommer in der letzten Zeit trockener waren, aber einzelne trockene Jahre gab es schon immer. Dort stimmt es, die gab es schon immer. Es gab extremste Fall, den man manchmal liest, war das Jahr 1540. Das ist nun schon eine ganze Weile her, aber da regnet es gar nicht. Laut Aufzeichnungen, ich glaube denen nicht so ganz, aber es muss extrem gewesen sein, 11 Monate kein Regen. Also Trockenheit, die kann es auch mal sonst geben, aber sie nimmt zu mit dem Klimawandel. Temperatur ist ganz klar nur Klimawandel. Gut, Hochwasser ist auch so etwas. Hochwasser nehmen auch zu. Ja, wie kann das sein? Alles nimmt zu. Trockenheit nimmt zu, Hochwasser nimmt zu, Hitze nimmt zu, alles nimmt zu. Nun, bei den Hochwassern ist es tatsächlich so, dass wir den Grund genau kennen für die Zunahme der Hochwasser. Wir wissen, dass warme Luft mehr Feuchtigkeit enthalten kann als kalte Luft.
Deswegen beim Haarföhnen nimmt man warme Luft, die kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen. Und das ist eigentlich schon alles. Diese warme Luft hat mehr Feuchtigkeit und wenn das genau gleiche Gewitter in einer warmen Luft stattfindet, hat es mehr Feuchtigkeit und der Regen wird entsprechend intensiver. Es fällt in kurzer Zeit mehr Regen. Und wir können das rechnen, physikalisch, wie viel das ist. Und es stimmt haargenau, genau das beobachten wir. Es gibt starke Niederschlagsereignisse und die nehmen zu. Deswegen haben wir so ein bisschen die gegenläufigen Tendenzen, die auf den ersten Blick widersprüchlich scheinen. Wir haben einerseits Trockenheit und gleichzeitig mehr Hochwasser. Aber es ist kein Widerspruch. Wir haben insgesamt Trockenheit, die zunimmt, aber die einzelnen Ereignisse, die sind dann eben wieder sehr stark. Ich glaube, Emily Bodden war 22 und nicht 21. Also der Sommer 2022, der letzte Sommer, war wirklich typisch für das Klima der Zukunft. Es war heiß, der Sommer hatte Hitzewellen von Mai bis in den September. Es war trocken, lange Phasen mit Trockenheit, aber wenn es dann mal geregnet hat, dann so. Chemery-Boden hat jetzt, glaube ich, wieder eröffnet, aber es gibt dann starke Hochwasser, weil die Niederschläge einfach viel stärker sind als früher. Also mehr Trockenheit und gleichzeitig mehr Hochwasser. Nicht so einfach zu verstehen. Aber ich glaube, mittlerweile verstehen wir das. Gut, das würde dasselbe zeigen. Und jetzt gehe ich noch ein bisschen weiter in den Auswirkungen. Und zwar, ich wohne in der Nähe einer Stadt. Ich wohne in der Nähe von Bern, in Zollikofen. Da ist es nicht mehr ganz drauf. Viele von euch wohnen auch in einer Stadt. Und in einer Stadt ist es noch zusätzlich warm. Und jetzt komme ich zu unseren Messungen, die wir selber machen. Uns interessierte, wie sich das Klima in der Stadt verändert im Vergleich zum Umland. Und dazu haben wir selber ein kleines Messnetz gebastelt. Und zwar sind das Stationen, die sehen so aus. Die hängen da auf 3 Meter über dem Grund. Das Weiße, was wir hier sehen, das ist der Strahlungsschutz. Die Sonne sollte nicht direkt auf den Thermometer scheinen und die Luft sollte zirkulieren können. Es sollte sich hier nicht so ein Stau bilden von heißer Luft oder kalter Luft. Und es sollte aber möglichst hell sein, damit die Sonne reflektiert wird. Das ist ein Strahlungsschutz. Und das war ein Doktorand von mir, der das gemacht hat. Ich habe ihm gesagt, was kannst du mit 7.000 Franken machen? Und er hat gesagt, ich mache 86 Wetterstationen, hat er gemacht. Das sind handelsübliche Dessert-Shelly aus dem Campingbedarf. Die sind ausgehöhlt, aneinander geschraubt. Innen drin ist das eigentliche Messgerät. Das ist hier drin, das sieht so aus wie ein Filmdöschen, aber das misst die Temperatur und speichert sie. Und dann hat man das einfach aufgehängt auf 3 Meter. Normalerweise misst man auf 2 Meter über Grund. Wir machen es auf 3 Meter in der Stadt. Ganz einfach, damit es nicht einfach runtergeschlagen wird. Und ist sehr erfolgreich. Also wir haben jetzt im Moment 150 oder so Stationen und wir haben fast keinen Verlust durch Vandalismus. Gibt fast keinen Vandalismus. Die funktionieren. Also ich gebe die mal durch, das ist die ganze Station und im Prinzip, wenn man da unten aufschrauben würde, dann wäre das die unterste, das unterste dieser Shelly ist dann diese Messung. Und damit können wir nun das Klima ganz genau fein vermessen. Und was sind die Auswirkungen, wenn es zu heiß wird in der Stadt? Man kann nicht schlafen, der Körper kann sich nicht erholen. Insbesondere für ältere Leute, aber auch für Kinder, kranke Leute, ist das ein Problem. Und wir hatten diesen Sommer, vielleicht mögt ihr euch erinnern, Ende August wurde es noch einmal so richtig heiß. Und das ist jetzt hier dargestellt, das sind die Messungen in der Stadt Bern. Also da wäre die Aare, das ist die Innenstadt von Bern, da irgendwo wäre der Bahnhof. Und was wir hier jetzt zeigen, ist die Lufttemperatur abends zwischen 10 und 11. Warum abends zwischen 10 und 11? Das ist dann, wenn wir ins Bett gehen
und wir haben heiß und wir möchten das Fenster öffnen. Aber das ist vielleicht eine schlechte Idee, weil es ist draußen noch über 30 Grad. Also wir haben hier eine Station in der Innenstadt, die hat über 30 Grad. Da will man nicht das Fenster öffnen vor dem Schlafen gehen. Und was wir auch sehen, ist, dass es in der Innenstadt heißer ist als im Umland. In der Innenstadt von Bern haben wir 30 Grad, 29,1, 29, 28,8. Ich bin in Ostermundigen aufgewachsen, auch sehr heißes Pflaster, 29,1. Aber wenn wir dann ein bisschen rausgehen aus der Stadt, dann sind wir schon nur noch bei 25,9, 24,9 dort oben. Also es gibt schon durchaus große Temperaturunterschiede. Innerhalb einer Stadt kann das 4, 5 Grad ausmachen, im extremsten Fall vielleicht 6 Grad, wo es wärmer ist in der Innenstadt als im Umland. Das hat verschiedene Gründe. Ein Grund ist, dass die Stadt halt gebaut ist aus Materialien, die können die Wärme aufnehmen, tagsüber und in der Nacht wieder abgeben. Es hat auch noch andere Gründe. Wir haben wenig Wasser, das verdunsten kann. Wir haben wenig Pflanzen, die auch helfen könnten mit Verdunsten. Und deswegen haben wir in der Stadt eine wärmere Temperatur als im Umland. Und das ist etwas, was wir im Moment intensiv untersuchen in meiner Gruppe. Wir haben, wie gesagt, dieses dichte Messnetz, muss ich jetzt nicht groß darauf eingehen, hier nochmals gezeigt, wie die Messungen aussehen. Hier haben wir haben noch ein neues System, da vergleichen wir zwei Systeme. Wir machen auch Messungen mit den Velos. So jeden Sommer sind wir mal 2-3 Tage nonstop mit Velos unterwegs und messen. Und in der Stadt ist einfach ein Beispiel, das ist am Bollwerk bei der Reitschule in der Nähe. Wir nehmen existierende Pfosten, also das heißt, das sind Ampeln, Straßenlaternen, das sind Busschilder und so weiter, damit wir auf 3 Meter messen können. Also so messen wir und dann machen wir auch noch was anderes. Wir machen auch Wärmebildaufnahmen, damit wir die Oberfläche messen können. Ich habe jetzt nicht so viele Bilder da, aber eins habe ich vorhin gemacht von euch, als ihr noch hier saßt und ich habe das Laptop installiert. Das seid ihr in einem Wärmebild. Wir sehen hier die wärmste Temperatur im Bild. Ich weiß nicht, wer von euch das ist. Das ist 28,1 Grad, die Oberflächentemperatur, und die kühlste Temperatur war 13,9 Grad. Also wir machen solche Bilder jetzt nicht von Menschen, aber wir machen solche Bilder von Drohnen aus, von der Oberfläche der Stadt. Wir schauen uns an, wenn die Stadt Bern Parkplätze entsiegelt und dafür Grün pflanzt oder irgendwas verändern will. An der Oberfläche machen wir Drohnenflüge vorher, nachher und schauen uns den Unterschied an. Also ganz verschiedene Messungen, die wir verwenden, um das Klima in der Stadt zu messen. Und jetzt wieder eine Grafik oder zwei Grafiken, sorry für dieses Phänomen zeigen. Wir sagen dem die städtische Wärmeinsel. Und es sieht tatsächlich aus wie eine Wärmeinsel. Das ist, links ist die Temperatur in einer Sommernacht. Ich weiß nicht dann genau, welchem Tag das war. Temperatur in einer Sommernacht in der Stadt Bern. Die Punkte sind, wo wir überall messen. Und dann gibt es noch, die Fläche ist eine statistische Interpolation, die wir machen. Und da sehen wir die Stadt Bern, die Aare hier, und die Stadt Bern wäre da. Und wir sehen, dass wir hier so bei 25 Grad sind. Und wenn wir ins Umland gehen, ich selber wohne in Zollikofen, das ist ungefähr da oben, da sind wir schon nur noch bei 20 Grad oder 19 Grad. Und wir haben schnell mal 4-5 Grad Temperaturunterschied. Das ist nicht in jeder Nacht so. Auf der rechten Seite ist eine andere Nacht dargestellt, da hat es vorher geregnet. Auch die Nacht ist eigentlich warm, also da wird es auch nicht unter 20 Grad. Auch das ist eine sogenannte Tropennacht, eine heiße Nacht, aber es hat eine ganz andere Struktur wegen dem Niederschlagsereignis. Also wir versuchen nun für jeden Tag eine Karte zu machen, die ganz genau sagt, wo war es, wie warm, um das Stadtklima erfassen zu können.
Und die zweite Grafik, dann komme ich dann langsam zum Schluss. Hier wäre die nochmals die Hitzewelle. Die Hitzewelle Ende August und jetzt zum Zeigen, wie sich dieser städtische Wärmeinseleffekt auswirkt. Wir haben hier drei Stationen und die graue Station ist mitten in der Stadt drin. Die beiden anderen Stationen, Zollikofen und Dalmatiebrücke, Zollikofen ist außerhalb, Dalmatiebrücke ist eine spezielle, die ist unten an der Aare. Tagsüber sind die Unterschiede nicht so groß. In der Stadt ist es auch tagsüber ein bisschen heißer, aber nicht extrem viel. Aber was wir dann sehen, also ja, ich muss vielleicht noch sagen, wir sehen die Temperatur und jedes, das ist immer ein Tag. Also wir sehen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tage hintereinander diese Hitzewelle. Die Temperatur, die erreichte 36 Grad tagsüber, sogar ein bisschen mehr. Und dann in der Nacht sehen wir, was passiert. Die Stadt kühlt sich einfach langsamer ab. Tagsüber selbe Temperatur, aber auf dem Land, da geht es dann runter und ist schnell mal bei 20 Grad. Und in der Stadt, die graue Kurve, die geht einfach viel langsamer. Die kühlt auch ab, aber viel langsamer. Und da kann es eben vorkommen, dass wir an diesem Tag, war das, noch über 30 Grad haben, um abends um 11. Ich glaube, das ist wirklich ganz extrem. Also in der Stadt ist das wirklich ein ganz besonderes Problem. Jetzt überspringe ich ganz viele Folien, sorry, aber das ist ganz normal, mache ich immer, weil ich denke, ich möchte euch dann genügend Zeit geben für Fragen und deswegen kommt jetzt ein kleiner Film mit Folien, die ich nicht zeige, aber das wusste ich schon vorher. Ich möchte noch sagen, was man tun kann oder tun muss. Also, wir sollen weniger Treibhausgase emittieren. Das heißt für uns, zunächst mal weniger reisen, Velo statt Auto und so weiter. Da hat es aber recht viele Fehler drin. Entschuldigung. Also das ist etwas, was ich auch selber, ich bin jetzt seit langem Klimaforscher, aber es brauchte wirklich auch die Greta Thunberg, um mir bewusst zu werden, dass ich wirklich was machen kann. Ich kann weniger reisen. Ich dachte immer, ja, aber ich muss an eine Konferenz gehen, ich muss einen Vortrag halten in London. Muss ich nicht? Oder ich kann auch den Zug nehmen. Also ich bin jetzt seit Greta 2018 bin ich so gut wie nicht mehr geflogen. Gab eine Ausnahme, muss ich zugeben. Es gab eine Ausnahme, aber sonst bin ich nicht mehr in ein Flugzeug gestiegen. Es geht. Ich brauche sowieso immer das Velo, ein Auto habe ich nicht. Ich nehme den Zug, wenn ich kann. Bewusster essen und konsumieren ganz allgemein. Und ich weiß, dass ihr das macht, was mir manchmal ein bisschen das Herz abdrückt. Ich habe einen Cousin und der hat zwei Töchter in eurem Alter. Der wohnt nicht in der Schweiz, aber er kam zu Besuch in die Schweiz. Und im Sommer, und die wollten auf der Aare so ein riesen Schwimmtier, die Schwimmflamingos, wollten die kaufen. Da ging die in einen Laden. Und dann war es die erste Frage, kann man das recyceln? Da sagte die Verkäuferin, nein, dann sind sie wieder raus. Also, ihr könnt das, ihr macht das schon. Ihr macht die Fehler nicht, die wir gemacht haben. Man kann die Häuser isolieren und man kann die Städte anders bauen und. Aber trotz alledem, es wird noch weiter wärmer werden. Es wird noch weiter, die Niederschläge werden noch weiter zunehmen. Das habe ich jetzt alles übersprungen. Ich will euch auch nicht deprimieren, weil die Folien, die wären nicht so schön gewesen. Es wird so weitergehen und man muss sich daran anpassen. Man muss eben die Städte anders bauen, nicht nur um die Stadt abzukühlen, sondern auch um die Leute zu schützen, die dort sind. Man muss halt Hochwasserschutz machen. Man kommt nicht darum herum, das ist eben auch nötig. Es braucht beides. Gut, jetzt habe ich ganz viel Zeit aufgeholt. Es ist 15:15 und ich bin damit eigentlich am Ende. Und jetzt haben wir noch genügend Zeit für Fragen. Ja, es gibt schon die erste Frage. Geh mal ganz nach hinten. Also ich habe eine Frage, nämlich waren Sie
In London haben dort einen Vortrag gehalten. Also, das habe ich jetzt nur als Beispiel gesagt. Stimmt es nicht? Ich war nicht in London, habe einen Vortrag gehalten, aber es gibt viele so Situationen. Also, ich war im September in England und habe zwei Vorträge gehalten. Nicht in London, in der Nähe. Der eine war in Reading, der andere in Exeter. Ich bin für zwei Vorträge bin ich geflogen. Aber ich bin geflogen, muss ich zugeben. Warum gibt es Klima? Klima ist eine gute Frage. Klima ist bezeichnen wir im Prinzip als das durchschnittliche Wetter. Und eigentlich ist das Klima das, womit wir das Wetter vergleichen. Wenn du sagst, heute ist es kalt, dann heißt das kalt im Vergleich zu was? Kalt im Vergleich zu wie ein normaler Oktober wäre. Und ein normaler Oktober, das wäre dann eben Klima. Also das durchschnittliche Wetter. Wird das Klima auch erhöht, weil die Ozonschicht manchmal sich so schwankt? Mhm. Weil die Sonne tut ja dann mehr draufstrahlen mit UV-Licht. Mhm. Das ist eine gute Frage, ja. Also die Ozonschicht ist auch ein großes Problem. Die wurde stark zerstört durch die Gase. Erholt sich jetzt so ganz langsam wieder. Ich glaube, da sind wir auf dem guten Weg. Es hat einen kleinen Einfluss auf das Klima, aber nicht unbedingt bei uns. Also in der Antarktis, dort hat die Ozonschicht wirklich auch einen Einfluss auf das Klima, bei uns nicht. Es ist nicht so, dass es die UV-Strahlung an sich ist relativ wenig Strahlung, aber sie hat einen Einfluss auf die Winde, auf die Zirkulation. Aber in der Antarktis, dort merkt man das. Dort stimmt das, ja. Wieso heißt es Klimawandel? Klimawandel? Ja, es ist eine gute Frage. Man wird heute auch gefragt, ob wir nicht Klimaerhitzung sagen sollten statt Klimaerwärmung oder Klimakrise statt Klimawandel. Das ist einfach das Wort, das wir verwenden, um zu sagen, dass sich das Klima verändert hat, wie auch immer. Und man kann aber auch Klimakrise sagen oder Klimaerhitzung sagen. Es geht alles auch. Zu den Messungen, wie Sie messen bei der Temperatur. Das ist einfach ein Thema, das mich persönlich immer wieder interessiert hat. Und ich merke so, der Otto-Normalbürger hat mir bis jetzt keine Antwort darauf geben können. Und zwar, wenn ich am Radio höre, ja, heute wird es 30 Grad. Dann habe ich mit meiner Mutter immer gestritten, wo werden diese 30 Grad gemessen? In der Sonne oder im Schatten? Denn ich kann mich erinnern, dass mir als Kind immer gesagt wurde, man misst die Temperatur im Schatten, dann würde man ja die Luft messen, nehme ich an. Richtig. Weil in der Sonne, da knallt es ja drauf. Richtig. Und das ist genau kam so. Jetzt drauf, mit diesen Messstationen, also ist das so? Ihre Messungen betreffen, Sie haben zwar gesagt, auch den Boden, aber wenn ich im Radio oder am Fernsehen das Wetter höre, dann betrifft das immer die Luft. Richtig. Und Sie haben genau recht, Sie haben die Antwort selber gegeben. Es gibt gar keine Temperatur an der Sonne. Es ist nur, was man misst an der Sonne, ist gar nicht die Temperatur, sondern das ist die Absorption der Strahlung. Das ist nicht die Temperatur. Und wir wollen die Lufttemperatur messen und die gibt es nur am Schatten. Und damit die nicht verfälscht wird, weil auch wenn der Thermometer nur ganz klein ist, auch der wird Strahlung absorbieren, oder? Und deswegen muss man den schützen. Also die Temperatur, die gibt es nur am Schatten. Das ist genau so. Aber irgendwie sagt man es immer. Man soll es vielleicht nicht mehr sagen. Man muss sagen Lufttemperatur, dann ist klar. Es ist nicht Oberflächentemperatur, es ist Lufttemperatur. Und die gibt es nur am Schatten. Sie haben gesagt, man sollte statt mit dem Auto, mit dem Velo gehen. Also Bus könnt ihr auch, wenn man mit dem ja, Bus ja. fährt. Wir sagen, ja. Genau, also Busse sind sicher schon viel, viel, viel besser. Bus geht auch. Auch Auto kann man manchmal nehmen, aber man muss es ganz
bewusst einsetzen. Man kann, also man sollte einfach weniger Auto fahren und mehr öffentlicher Verkehr, mehr zu Fuß ist auch gut, mehr Velo, Trottinett, genau. Was ist die höchste Temperatur, die je gemessen wurde? Oh, sollte ich eigentlich wissen. Das ist auch eine lange Geschichte. Ich glaube 56, irgendwas Grad und das ist umstritten. Der Rekord wurde, glaube ich, kürzlich aberkannt. Das war eine Temperatur in der Wüste von Libyen. Die hat 56,7 Grad und vor 100 Jahren. Und jetzt nachträglich hat man gemerkt, dass der Thermometer wahrscheinlich nicht gut war. Und jetzt gibt es einen neuen Rekord, der etwas tiefer ist. Das ist im Death Valley. Aber der ist nur ganz wenig. Also ist alles über, also 56, irgendwas. Und das wird aber im Death Valley wird das erreicht. Wir hatten diesen Sommer wieder einen Rekord. Warum ist den manchen Leuten den Klimawandel egal? Wenn ich das wüsste, ich weiß es auch nicht. Es ist so, also manche Leute finden andere Sachen wichtiger als der Klimawandel. Und wenn wir das wüssten, dann wäre schon viel, viel geholfen, ich weiß es auch nicht. Wer hat zuerst herausgefunden, dass sich das Klima erwärmt? Dass sich das Klima erwärmt, soll ich sagen, das waren einige Leute, ich kann jetzt nicht Namen nennen, die das herausgefunden haben. Das Klima hat sich ja früher schon erwärmt, unter anderem aus anderen Gründen. Und dann, aber wenn ich einen Namen nennen soll, es gab eine Frau, Gabi Hegerl heißt die, die hat 1996 als erste herausgefunden, dass die Erwärmung durch den Mensch gemacht ist, dass es nicht anders erklärt werden kann als durch den Mensch. 1996 und jetzt sind wir 27 Jahre später und müssen immer noch uns ständig rechtfertigen und sagen, doch, es ist der Mensch. Das ist seit 27 Jahren ist das klar. Das ist Gabi Hegerl aus Edinburgh, ich kenne sie gut. Kann man in Death Valley wohnen? Wo kann man wohnen? Im Death Valley. Im Death Valley, nein. Sollte man nicht. Also es gibt, ich war noch nie dort, kann sich sagen, es gibt wahrscheinlich eine Ranger-Hütte, aber es gibt keine Städte oder so. Also ich habe selber, ich war nicht nur in Zürich im Ausland, ich war noch 2,5 Jahre in Arizona. Dort wird es auch jeden Tag 40 Grad. Und das ist, wird dann schon heiß. Zum Death Valley kann ich etwas sagen. Mein Götti-Bub wohnt in Los Angeles und ich habe ihn einmal besucht, mein einziger Langstreckenflug in den letzten 30 Jahren. Und es gibt eine Schule und die hat ein Notfallzimmer, wo sie wirklich dann das kühlen können, weil im Alltag kann man dort eigentlich fast nicht zur Schule gehen. Aber es gibt in der Schule gibt's so ein Notfallzimmer, das runtergekühlt werden kann, wenn es dann wieder über 50 Grad wird. Und es auch gefährlich ist, da mit dem Auto wegfahren zu wollen, weil das Auto vielleicht dann nicht mehr funktioniert. Und das kann dann ganz schlimm enden. Wie funktioniert ein Thermometer? Ja, gute Frage. Ich wollte eigentlich noch einen ganz alten Flüssigthermometer mitbringen und habe das dann vergessen. Also ein Thermometer, es gibt verschiedene Systeme. Das eine ist ein Flüssigthermometer, das ist ein kleines Röhrchen, wie ein Fiebermesser. Das ist eigentlich ein alter Fiebermesser. Da ist eine Flüssigkeit in einem Röhrchen und die Flüssigkeit, die dehnt sich aus, weil mit der Wärme, und die dehnt sich mehr aus als das Glas und deswegen steigt dann die Flüssigkeit in diesem Röhrchen hoch. Das ist eine Art und dann gibt es noch ganz viele andere Arten, wie man die Temperatur messen kann. Man kann es messen über die Ausdehnung von Metallen, man kann es messen über die Schallgeschwindigkeit sogar. Es gibt ganz verschiedene Arten, aber das Klassische ist die Ausdehnung einer Flüssigkeit, dass sie sich ausdehnt. Ach,
Hat die Klimawärme etwas mit unserer Körperwärme zu tun? Sehr, sehr wenig. Also, wenn man die ganze Erde nimmt, spielt das überhaupt keine Rolle. Aber wenn wir in einem solchen Raum sind, wie hier jetzt heute, dann wird es am Ende dieser Vorlesung auch ein bisschen wärmer sein als vorher, und das ist wegen der Körperwärme. Also in einem kleinen Raum ja, auf der ganzen Erde nein. Ja. Was ist der Rekord bei der Kälte? Bei der Kälte, ja, was soll ich jetzt sagen? Ganz erstaunlicherweise die kälteste Temperatur auf der Erde ist nicht am Südpol, könnte man meinen, sondern die ist in den Tropen am Äquator auf 20 Kilometer Höhe. Dort wird es minus 90. Aber auf der Erdoberfläche ist es schon im Südpol, Antarktis, da wird es fast so kalt, minus 87, so ungefähr. Wieso war es eigentlich früher kälter als heute? Also der Hauptgrund sind die Treibhausgase, die wir ausstoßen seit der Industrialisierung, seit 150 Jahren. Und das ist vor allem CO2, das eine Rolle spielt. Und CO2 verhindert, dass die Erde sich abkühlen kann. Die Erde, die erwärmt sich durch Sonnenstrahlung und kühlt sich ab durch Abstrahlung. Und sie kann sich nicht mehr so gut abkühlen wegen dem CO2. Und deswegen muss sie wärmer werden, damit sie noch mehr sich besser abkühlen kann. Also der Hauptgrund ist CO2 mit ganz großem Abstand. Wieso flüchten Klimaflüchtlinge? Ja, die Klimaflüchtlinge. Es gibt viele Regionen auf der Erde, die leiden nicht nur unter der Hitze, die leiden auch unter Wassermangel. Und wenn Hitze und Wassermangel zusammenkommen, wird es für die Leute schwierig. Und dann gibt es, das ist etwas, ich habe das Jahr ohne Sommer erwähnt, in der Schweiz, das Jahr 1816 nach dem Vulkanausbruch. Es gibt manchmal Situationen, Länder, die in einem politischen Schwierigkeiten sind, wirtschaftliche Schwierigkeiten, und wenn dann noch das Klima dazukommt, und die Schweiz war damals in dieser Situation, heute sind es andere Länder, dann haben die Leute kein Auskommen mehr, finden in der Landwirtschaft keine Einkünfte mehr, gehen in die Städte und von dort weiter und suchen dann irgendwann ihr Glück im Norden. Ja, wir kommen leider schon zur letzten Frage. Ihr hättet sicher noch viele. Wissen wir schon, ob es viel heißer wird oder ob es noch kälter wird im nächsten Jahr? Also es wird jetzt sicher noch ein bisschen so weitergehen. Also ich kann vielleicht doch noch eine der Folien zeigen, die ich übersprungen habe. In der Schweiz, das ist die Temperatur in der Schweiz. Ich zeige es mal hier. Man sieht nicht so gut. Wieder die Sommertemperatur, ich zeige immer die Sommertemperatur. Das war sie in der Vergangenheit, ab 1860. Und jetzt kommt die Zunahme und heute wären wir hier. Also das war diese steile Zunahme. Und wenn wir nichts tun, wenn wir einfach weiterfahren und fliegen und CO2 verbrennen und so weiter, dann landen wir irgendwann bei 6 Grad Erwärmung. Und wenn wir aber handeln heute, können wir das bis zum Ende des Jahrhunderts schaffen, dass es nicht viel wärmer wird. Für die nächsten 10, 20 Jahre geht es einfach noch weiter, weil das Klima ist langsam. Das heißt, auch wenn wir jetzt handeln, wird es noch ein bisschen wärmer, aber dann wird es dann helfen. Und wir können das Klima unterhalb von 2 Grad Erwärmung halten. Das schaffen wir, wenn wir jetzt Maßnahmen machen. Und wenn wir nichts machen, dann wird es einfach immer, immer wärmer und wird 6 Grad wärmer werden. Ja, leider
sind wir schon am Ende. Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Professor Brönnimann, für diesen wunderbaren Vortrag. Ja, vielen Dank euch für die Fragen. Ich habe selten so eine gute Diskussion. Also, noch ein wenige, vier letzte Punkte. Aufgepasst, nächsten Mittwoch ist keine Kinderuni. Also am 1. November nicht hierher kommen. Dann die nächste Kinderuni am 8. November zum Thema, wie lernen Orangutan-Kinder. Die Orangutan sind eigentlich unsere nächsten Verwandten. Von Onkel, Tante ja mal abgesehen. Also. Das ist Frau Dr. Caroline Schuppli von der Universität Konstanz, die kommt. Dann noch einmal, wir haben draußen noch die grünen Flyer. Wenn ihr noch jemanden kennt, von dem ihr findet, hey, der sollte doch auch in die Kinderuni kommen, nehmt noch Flyer mit, bitte. Dann aufgepasst, nichts vergessen, am Platz schnell unter den Stuhl schauen, Jacke mitnehmen. Schönen Nachmittag miteinander.